So, Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Ich weiß endlich, wie es weitergeht. Ich weiß es endlich. Ich weiß es endlich. Und dazu, muss ich sagen, hätte ich mir die anderen Parts auch sparen können, ja. Weil es wirklich ganz simpel ist. Aber es hätte jetzt auch nichts gebracht, wenn ich jetzt nicht nachgeguckt hätte. Denn dann wäre es jetzt immer so weitergegangen. Ich will es noch. Na, ich will noch mal ganz kurz zum Kecleon-Stand und noch mal kurz gucken, ob die Belebersamen haben. Denn ich muss mal wieder ein paar von den Sachen sammeln, aber die haben nichts. Okay, gut. Dankeschön. Mehr will ich dann auch nicht. So, es ist wirklich simpel. Aber hätte ich es jetzt nicht gewusst, hätte ich jetzt auch immer so weitergemacht. So. Die Antwort auf die Frage, wann die Story weitergeht, liegt nämlich in diesem hässlichen Pokémon. Pantimos! Hallo, ihr habt den Tag wie immer mit Erkundungen verbracht, ja? Wie überaus tatkräftig. Schon gehört, die Geschichte des großen Erkunders Scherox? Scherox war ein Erkunder der Extraklasse, dessen Ruf sich weit über diese Welt hinaus verbreitet hat. Wohl wahr, er hatte einen Ruf, dem alle Erkunder nacheiferten. Aber dieser große Erkunder wurde als vermisst gemeldet, als er die Blizzard-Insel tief im Südwesten erkundete. Viele Erkundungsteams machten sich auf, um diesen großen Erkunder zu retten. Doch ein Team nach dem anderen gab durch die bitterkalte, wirbelnden Blizzards auf, bis sich kein Team mehr wagte. Diese Geschichte liegt viele Jahre zurück. Dazu kamen viele Gerüchte. Eines lautete, dass der Erkunder Scherox nach einem unglaublichen Schatz gesucht habe. Ihr seid unglaublich, Team Feuerblitz, rettet die Welt und so. Kein Erkundungsteam hat sich auf die Blizzard-Insel gewagt, seitdem die Rettungsversuche damals scheiterten. Wäre das vielleicht etwas für euch, Team Feuerblitz? Wie ich gehört habe, liegt die Blizzard-Insel im Südwesten der Karte. So, jetzt kommen wir auf die Blizzard-Insel. Die Wolken haben sich über dem Eisgebiet und seiner Umgebung verzogen. Damit ist es möglich, dass du jetzt auf die Blizzard-Insel gelangen kannst. Supidubi. Na dann, wollen wir doch mal schauen. Also ich bin wirklich froh, dass ich es nachgeguckt habe, weil ich wäre niemals darauf gekommen, dass ich ein Pokémon ansprechen muss. Ich hätte jetzt immer so weitergemacht, immer noch mehr Aufträge erledigt und so weiter und, ja, es wäre nie irgendwas passiert, ne? Okay, vielleicht wäre ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, mal irgendwelche Pokémon anzusprechen. Aber ich glaube, bis dahin hätte das echt noch lange gedauert. So, ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Items mit, um diese Reise hier zu überleben. Da ist ein... Ich habe keinen Plan, was das für ein Viech ist. Moontier, genau. Aua. Ja, ich glaube, die Gegner auf dieser Insel dürfte ich jetzt ein bisschen, ja, schon schwerer einschätzen. Da es ja jetzt auch wieder storybedingt ist. Also, ja, es gehört jetzt ja wieder mit zur Hauptstory. Diese Sachen hier. Und hier geht's nicht weiter, es war so klar. Es war so klar. Ganz so viel Zeit habe ich jetzt gerade leider nicht mehr zum Aufnehmen, deswegen wird es heute wohl bei diesem Part bleiben. Aber mal schauen, ich komme bestimmt die Woche nochmal irgendwann zum Let's Playen. Morgen früh zum Beispiel. Morgen früh, obwohl... Ja, muss ich gucken, wie ich lustig bin. So, morgen früh habe ich jetzt zwar so nichts vor, dafür aber am Mittag muss ich doch schon ziemlich, was zur Hölle. Ah, dann geht's nur da unten lang. Dafür muss ich dann mittags raus. Und, ja, ist die Frage jetzt, ob ich mir den Morgen dann nicht lieber doch für mich nehme und mich noch ein bisschen ausruhe und so. Da muss ich immer gucken, wie ich lustig bin. Aber selbst falls ich es nicht schaffe, genug Parts zum Hochladen, habe ich ja momentan auch noch. Deswegen... Ach, geh weg, Nastroneter. Gott, was bist du für ein Viech? Was zur Hölle? Ach, der hat gerade einfach hier mal eben dunkel gemacht. Sag mal, haben wir gerade nicht das Wetter Sandsturm? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Na, Alex kriegt mal wieder gar nichts geschissen hier. Geht doch.
Ein Kussilla. Alex erreicht Level 39. Wie heißt nochmal die Weiterentwicklung von Kussilla? Die auch sowas von dermaßen hässlich ist, aber ich komme gerade echt nicht auf den Namen von diesem Viech. Wegen des schlechten Wetters. Was haben wir denn für ein Wetter? Wo steht denn das? Da unten. Sandsturm. Sandsturm! Ernsthaft? Wir sind in einem Schneegebiet und geraten in einen Sandsturm. Ja! Wo ist die Logik, liebe Pokémon-Entwickler? Liebe Spieleentwickler? Es ist ein Schneegebiet. Hier kann es keine Sandstürme geben. Also, rein theoretisch. Na gut, praktisch ist alles irgendwie möglich, ne? Ich weiß zwar nicht wirklich wie, aber irgendwie geht das immer. Ah, die Treppen meinen es gerade gut mit mir. Ach, geh weg, Ento. Au! Na gut. Das war ja mein Plan damals, als ich ein Elektro-Pokémon und ein Feuer-Pokémon gewählt habe. Damit mein Partner-Pokémon, jetzt habe ich mich verklickt, zumindest meine Schwäche gegen Wasserattacken wieder ausgleicht. Ach, den lassen wir jetzt einfach da liegen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie groß dieser Dungeon jetzt hier wirklich ist. Deswegen müssen wir einfach mal gucken, wie weit wir jetzt hier kommen. Ansonsten muss ich halt einen anderen Tag da mal wieder aufnehmen. Ein Mundtier. Tot. Mundtier tot. Ich mag die Musik hier, muss ich ja echt sagen. Das ist doch ein Keifel, ne? Genau. Au. Keifel macht Aua. Keifel muss sterben. Keifel tot. Lalala. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Dungeon jetzt ein bisschen größer ist. Ein Top-Elixier, aber ich habe eh keinen Platz in der Tasche. Was haben wir da hinten noch? Poké-Dollar! Geld, Geld geil. So. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Dungeon jetzt ein bisschen größer ist. Oh nein! Und direkt vor mir steht natürlich ein Entra. Oh, ein Plinfer ist da hinten aus. Ja, niedlich. Ah. Das ist doch dämlich. Ja, komm. Ich greife lieber Keiflin. Au. Ja, das könnte eventuell ein Problem jetzt werden hier. Ich hoffe einfach mal, dass... Ach, wenn er jetzt das Enteron angegriffen hätte, ne? Hätten wir zumindest einen Gegner weniger gehabt. Ja, ist gut, ihr seid alle ganz toll. Nein, seid ihr nicht. So, jetzt erstmal, so, das Keifel weg, sehr schön, Enteron ist auch weg. Ah, ich konnte jetzt nicht wissen, dass ich jetzt schon wieder in einem Monsterraum lande, ne? Aua! Noch ein Schlag und ich bin weg. Yep. Habe ich noch irgendwo da unten. Ja, ich habe natürlich auch keine Belebersamen mehr mit, weil mir ja dieses ganz tolle Viech da, Zierpurze, ja, Zit was. Ich kann, ach Gott, nein. Ja, Load State from, ach, das ist doch alles schon wieder total bekloppt hier. Oh, ich mache ein Safe State. Habe ich ja jetzt schon wieder gar keine Lust mehr zu. Ist die Musik jetzt schon wieder leiser geworden? Hört sich fast so an, ne? Ich meine, ich habe den Sound ja schon ziemlich runtergedreht, aber... Naja. Ja, die Musik ist wieder leiser geworden. Ach Gott. Bla
So, ja, ich habe dich angesprochen. Entschuldigung. Ja, ist gut. Nein, Moment. Nein. So, damit ich mir das jetzt nicht alles nochmal antun muss. Safe State ist Mystery Dungeon 85. So. Jetzt versuchen wir es nochmal. Jo, gerne, warum nicht? Ich wollte Sneeble. Ach man, ich. Was? Ach ja, ich kann meine Tastatur ja nicht benutzen. Ah, ich bin auch gut, ey. Weißt du was? Dann heißt du jetzt halt Sneep. Ist mir jetzt sowas von. Nein. Nein, warte mal kurz, kann ich nicht abbrechen irgendwo? Sneep. Jetzt heißt du nur noch Snee. Das B habe ich dir jetzt auch geklaut. Gott. Dieses Spiel verarscht mich schon wieder. Ist mir auch egal. Hauptsache, ich habe gerade ein bisschen Hilfe in meinem Team. So, falls ich wieder in einen Monsterraum gelangen sollte. Wenn Sneeble drauf geht, ist mir das eigentlich egal. Nur dürfen halt mein Partner-Pokémon und ich nicht sterben, weil dann ist es aus. Ach ja, lehnt euch zurück, Leute. Ach. So. Ja, warum nicht? Tritt drauf, ey. Ach so, cool, jetzt habe ich das ganze Ding hier weggesprengt. Das ist natürlich lustig. Na oh Gott. Ich glaube, allzu weit werden wir jetzt in diesem Part auch nicht kommen. Aber zumindest, ja, wissen wir jetzt, wie es weitergeht, ne? Es geht jetzt nämlich darum, den Erkunder Cherox hier zu retten, wie man ja auch eben, ja, an Phantimos Worten gehört hat. Und das ist jetzt das nächste Kapitel unserer Geschichte. Häng nicht hinterher, Alex. Mach mal hin jetzt hier. Von da komme ich. Macht also keinen Sinn, da nochmal lang zu laufen. Also gehen wir jetzt hier runter. Gucken mal, was hier so Schönes ist. Ein Keifel. Keifel, Keifel, Keifel. Keifel, Keifel, Keifel. Keifel, 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 Keifel. Keifel tot. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Dann kannst du eigentlich nur noch da oben lang gehen. Der einzige Weg, den ich jetzt noch nicht genutzt habe. Oh Gott, Alex hängt nicht hinterher. Ein Botogel! Juhu! Aua! Und ein Azurill! Ich mag Azurill ja eigentlich, wenn es nicht unbedingt mein Gegner ist. Gerade nicht als Feuer-Pokémon. Das ist immer so ein bisschen doof, ne? Und da war die Treppe die ganze Zeit. Juhu, wir sind jetzt auf Ebene 2 gelandet. Oh Gott. Jep, das kann dauern, je nachdem, wie viele Ebenen dieser Dungeon hat. Könnte das so seine Zeit dauern, ne, bis wir hier durch sind? Ich kann es euch nicht sagen. Und je nachdem, wie viele Monsterräume wir noch landen. Gut. Yay, Alex erreicht Level 39 nochmal. Juhu. Snee. Ich weiß gar nicht, welches Level das Viech jetzt erreicht. Keine Ahnung.
Habe jetzt gerade nicht gelesen. Yay, Treppe. So, das heißt, wir schaffen es zumindest auf Ebene 3 in diesem Part. So, und da der Part dann auch an dieser Stelle schon wieder, ja, beendet ist, würde ich doch glatt sagen. Einen Moment. So, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.